Bevor wir die Reifungsprozesse des Gehirns genauer beleuchten, wollen wir einen Blick auf unsere biologischen Verwandten werfen. Die Art, nämlich wie sich die Gehirnreifung vollzieht, machte im Laufe der Evolution einen Wandel durch. Es erfolgte eine Art Speziessprung. Während zum Beispiel bei den Makakenaffen alle Bereiche der Großhirnrinde parallel und dabei relativ rasch ausreifen, zeigt der Mensch ein ganz anderes Ausreifungsmuster. Hier reifen die unterschiedlichen Areale zeitlich versetzt aus. Und das Ganze vollzieht sich über einen relativ langen Zeitraum hinweg. Diese Verlängerung der Ausreifungszeit des Gehirns wird heute als ein wichtiger evolutionärer Schritt angesehen. Und gerade der präfrontale Kortex, gerade dieser braucht am längsten für die Ausreifung, weil sie dort besonders verzögert abläuft. Beim präfrontalen Kortex handelt es sich um den Teil des Stirn- oder Frontallappens, der vor den motorischen Feldern liegt. Dieser präfrontale Kortex reift frühestens mit 18 bis 20 Jahren aus. Nach einigen Autoren zieht es sich zumindest für einige Bereiche gar bis zum 25. Lebensjahr hin, bis eine komplette Ausreifung erfolgt. Ich wiederhole, erst mit frühestens 18 bis 20 Jahren reifen weite Teile des präfrontalen Kortex erst aus. Man könnte jetzt natürlich fragen, wieso gerade dieser präfrontale Kortex? Ganz einfach, weil genau dieser Hirnbereich von herausragender Bedeutung für die sogenannten hochkognitiven Funktionen ist. Das meint das Denken und vor allem das Nachdenken über das Denken, also die Reflexion. Es meint ferner den Realitätssinn. Realitätssinn, der so bedeutsam und notwendig ist für eine gute Handlungsplanung. Aber auch die Problemlösung und Risikoabschätzung gehört in diese Kategorie. Auch das Arbeitsgedächtnis ist hier stark vertreten. Dieses nimmt neue Informationen kurzzeitig auf, also als eine Art Nadelöhr beim Eingang neuer Informationen, und dieses Arbeitsgedächtnis aktiviert zugleich alte Gedächtnisinhalte, um sie für das bewusste Erleben verfügbar zu machen. Mit der Effizienz genau dieses Arbeitsgedächtnisses geht auch die allgemeine Intelligenzleistung einher. An der Unterseite und auch an der mittleren Innenseite des präfrontalen Kortex finden sich darüber hinaus wichtige Großhirnrindengebiete, die wir zum limbischen System zählen. Diese limbisch-kortikalen Areale haben mit der emotionalen Bewertung des eigenen Verhaltens und vor allem seiner Konsequenzen zu tun. Das heißt, von hier aus wird das Sozialverhalten gesteuert. Moralische und ethische Gebote finden hier ihre Repräsentanz und ihren Ausdruck. Durch Hemmung tiefer liegender anderer limbischer Anteile erfolgt von hier oben aus auch die Regulation emotionaler Aktivierungen. In diesem Bereich findet sich somit die Fähigkeit beheimatet, Normen und Regeln einzuhalten und
starke Gefühle und Handlungsimpulse, auf ihre Angemessenheit und vor allem auch ihre, sagen wir, soziale Verträglichkeit hin zu prüfen und diese gegebenenfalls herunterzuregulieren. Ein Drittel des gesamten Hirnvolumens macht dieser präfrontale Kortex aus. Und er ist es wohl auch, der evolutionär betrachtet, den Menschen erst zu Menschen macht. Und es darf an dieser Stelle spekuliert werden, dass die Verzögerung der Gehirnentwicklung und insbesondere die Verzögerung im präfrontalen Kortex, dass sie Folge der evolutionär neu entstandenen Möglichkeiten war. Die Lernphasen haben sich auf diese Art und Weise enorm verlängert. Und das dramatisch anwachsende kulturelle Wissen sowie auch das mittlerweile neurobiologisch entstandene Potenzial des präfrontalen Kortex, sie konnten sich so gegenseitig befruchten. Und auf diese Art und Weise wurden die Verarbeitungsmöglichkeiten des Gehirns auf eine faszinierende Art und Weise erweitert.